Ich leite jetzt hier einmal die Gleichung für den radioaktiven Zerfall, also die Zerfallsgleichung, ab. Dazu stellen wir uns mal vor, wir haben eine bestimmte Menge eines radioaktiven Isotops, sagen wir Rubidium 87 und davon 1000 Stück. Das beginnt jetzt zu zerfallen und innerhalb von einer bestimmten Zeit, sagen wir eine Sekunde, zerfallen 400 Rubidium-Isotope, also n gleich 400. Diese 400 ziehen wir von 1000 ab und bekommen dann 600, und das ist die Menge an Rubidium-87, die noch vorhanden ist nach dieser Sekunde. Wenn wir jetzt ein zweites System haben, sagen wir mal 147 Samarium, das hat eine längere Halbwertszeit, das heißt, es zerfallen weniger in einer Sekunde, vielleicht nur 200, ziehen wir wieder ab, sind noch 800 vorhanden. Oder ein schnell zerfallendes System, wie Aluminium 26 mit einem Delta N von vielleicht 900, sind sicherlich mehr, aber sagen wir mal 900 zerfallen für eine Sekunde, sind noch 100 übrig. Jetzt im nächsten Zeitschritt müssen wir beim Zerfallen natürlich, können wir nicht mehr auf diese 1000 gehen, sondern wir müssen mit der neuen reduzierten Zahl, die neue reduzierte Zahl betrachten. Also dann zerfallen bei Rubidium 87 nicht mehr 400, weil die nur noch 600 da sind. Also können auch nur wenige zerfallen. Und das ist eine gewisse Proportionalität, die wir hier sehen. Also wir können hingehen, können sagen, am Anfang zerfallen innerhalb von einer Sekunde, also Delta T eine Sekunde, und wir betrachten Rubidium 87 vielleicht 400 Stück. Aber diese Menge, die hier zerfällt in einer Sekunde, ist proportional zur Anfangsmenge, oder zur Menge zum Zeitpunkt T1, und das hier ist dieser Zeitpunkt T1. Zu einem bestimmten Zeitpunkt T2, also nehmen wir mal an, zu einer bestimmten Zeit T2 wäre nur noch 100 vorhanden, dann würden natürlich nur 40 Rubidium 87 zerfallen, 60 wären noch übrig, nur 20 von Samarium und nur 90 von Aluminium, und entsprechend wären dann eben noch 80 bei Samarium vorhanden und 10 Aluminium 26. Also zum Zeitpunkt T2 sähe es dann aus, Delta N durch Delta T in einer Sekunde wären hier bei Rubidium 87 40, und das wäre eben wieder proportional in dem Fall zu T2, und hier wären das diese 100, während im ersten Fall waren das diese 1000. Und jetzt hatte ich auch gesagt, das ist immer die Menge, die abgezogen wird von der Menge, die zu der Zeit vorhanden ist. Das heißt, wir ziehen hier die 400 ab von diesen 1000, und hier ziehen wir dann die 40 ab von den 100 und bekommen dann immer die Menge raus, die noch vorhanden ist. Deshalb muss dort das Minuszeichen stehen. Schließlich ist auch noch die Menge, die zerfällt, vom Isotopensystem abhängig. Also beispielsweise im Fall von Rubidium 87 wäre das hier 0,4. 0,4 mal 1000, das ist 400, die hier abgezogen werden. Oder bei Samarium wäre es 0,2, bei Aluminium wäre es 0,9. Und das ist ein ganz bestimmter Faktor, ein Proportionalitätsfaktor, der abhängig ist vom Isotopensystem, und den schreiben wir dann hier einfach mal als ein Lambda rein. Und damit bekommen wir eine Gleichung durch diesen Proportionalitätsfaktor, weil wir damit dann eine tatsächliche Rechnung ermöglichen, eben durch 0,2, 0,9 und so weiter. Und hieraus haben wir jetzt schon fast die vollständige Zerfallsgleichung. Denn jetzt steht hier Delta N durch Delta T, wie gesagt Minus, das ist die Menge, die wir abziehen, ist gleich Lambda mal N von T. Und jetzt wollen wir nicht wissen, wie viel zerfällt in einer Sekunde, sondern wollen die Menge, die zerfällt, in einer Zeiteinheit möglichst klein machen. Das heißt, wir machen hier ein Differential draus und schreiben dann dN durch dT minus ist gleich Lambda N von T. Und das ist jetzt die fertige Zerfallsgleichung. Ich will die jetzt nur, bevor ich die löse, im nächsten Schritt, will ich die nur noch ein bisschen anders schreiben. Und zwar schreibe ich statt dN durch dT jetzt N' von T hin. Und das hier ist ja eine Funktion, und das ist die Ableitung von genau dieser Funktion. Und damit haben wir hier eine Differentialgleichung. Und die heißt dann eben, die Ableitung hier minus N' von T ist gleich Lambda N von T. So, und das ist die Zerfallsgleichung, die es jetzt zu lösen gilt.
damit wir die endgültige und abschließende Zerfallsgleichung haben. Und das mache ich jetzt, weil es etwas einfacher geht, mit einem Mathematikprogramm. Und hier schreibe ich die Zerfallsgleichung genauso hin, wie ich sie gerade aufgestellt habe. Ich schreibe also n' von t ist gleich und dann Lambda n von t. Also auf der linken Seite die Ableitung und dann ist gleich Lambda mal der Funktion. Um das zu lösen, brauche ich den Befehl dsolve und da muss ich noch hinschreiben, nach welcher Funktion ich lösen will. Das ist die Funktion n von t und der Parameter ist t. Und dann löse ich das und habe hier die Lösung. Und die Lösung lautet jetzt hier unten n von t, also die Funktion, die ich suche, ist e hoch t mal Lambda. Das muss natürlich, sehe ich gerade das Minus vergessen. Das ist die Ableitung hier, das Minus. So, und dann steht hier, n von t ist gleich e hoch minus Lambda t. Oder minus t mal Lambda ist das Gleiche. Und dann steht noch die Konstante da, die durch die Lösung auftritt. Und diese Konstante ist nichts anderes als der Startwert. Also man fängt auch bei irgendeinem initialen Wert an. Und der Zerfall fängt beim initialen Wert an. Gerade in dem Beispiel vielleicht bei 1000 Rubidium-87 Isotopen oder bei 10.000 oder 5.000 oder 3.000 oder einer prozentualen Menge. Das heißt, wenn ich diese Gleichung hier jetzt noch vollständig korrekt schreibe, dann muss sie eigentlich lauten, n von t ist gleich und dann e hoch minus Lambda mal t und vor das Ganze dann noch ein n0 als Startwert. Und ich kann auch überprüfen, ob das in der Form stimmt. Denn beim Start, der Startwert ist ja zurzeit t0. Und bei t0 muss natürlich dieser Wert und dieser Wert identisch sein. Wenn ich jetzt hier oben bei t eine 0 reinschreibe, dann steht hier 0 mal minus Lambda, das heißt hier oben steht nur noch 0 und wenn hier e hoch 0 steht, dann steht hier 1 da, das heißt zu Zeitpunkt n0, wir hatten ja gerade gesagt, t soll 0 sein, zum Zeitpunkt n0 ist gleich n0, das passt also alles. Sprich, die fertige Zerfallsgleichung ist genau die, die ich gerade hier gezeigt hatte. N von t ist gleich n0 mal e hoch minus Lambda t. Und wie gezeigt, lässt sich die relativ straightforward ableiten. Und so viel zur Zerfallsgleichung.